Den Zwölfen zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Mond der Rache. Ich bin euer Chojin, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben die Mission endlich geschafft und wollen den Finalschlag machen. Im letzten Video haben wir noch alles eingesammelt, was irgendwie ging. Und schauen mal, was jetzt passiert. Wir haben es geschafft und verhindert, dass die Orks mit weiteren Ogerlöffeln den Saljet-Weg nach Süden ziehen. Lasst uns jetzt selbst zum Kloster Arras Demot aufbrechen. Es darf nicht fallen. Hurra! Hurra! Jede Menge Abenteuerpunkte noch, die werden wir gleich einsetzen. Wir werden sowieso mehr haben, weil wir nicht groß uns gelevelt haben. Mission 14. Schön. Wir sind jetzt nicht mehr weit vom Mönchstal entfernt. Noch ein Stück nach Süden, dann führt ein Weg von hier aus gesehen rechter Hand ab und nordwestlich direkt zum Kloster Arras Demot. Süden und dann nach rechts. Also nach Südwesten, also. Und nordwestlich, dann nochmal. Okay, wir gehen nach Süden, rechte Hand weg und dann wieder hoch. Da muss das ja so eine Kurve sein. Woher weißt du das, Nahema? Die Katapult- und Rammböcke der Orks haben sehr tiefe Rinnen in die Straßen gegraben. Das ist nicht zu übersehen. Aber das war auf dem ganzen Marsch der letzten zwei Tage schon nicht anders. Kennst du die Gegend hier genauer? Oh, was bröckelt denn da im Hintergrund? Das ist Kampfeslärm, oder? Ich war früher schon einige Male auf den Saljet-Weg unterwegs. Aber nur ein einziges Mal gelangte ich gemeinsam mit Gwendola in das Kloster selbst. Die Praius-Geweihten ließen uns nur widerwillig ein. Das glaube ich gerne. Denn wegen ihrer strengen Gottesfürchtigkeit hegen sie Argwohn gegen uns Magier. So blieben wir auch nicht länger als einige Stunden. Na, das ist eigentlich allen bekannt, die in der Welt leben, aber... Ich denke mal, das ist für Leute, die DSA nicht so kennen wollen. Kannst du uns eine Beschreibung geben, Nahema? Ich kann mich noch ungefähr an die Lage der Burgmauern erinnern. Wartet, ich skizziere sie schnell. Oh, das ist gut, kriegen wir jetzt ein bisschen auf der Map schon auf. Fertig. In der Übersichtskarte habe ich die Umrisse der Klostermauern vermerkt. Gut gemacht, Nahema. Ich hoffe, das hilft uns weiter. Kannst du sonst noch etwas über die Gegend berichten? Ja. Südlich des Klosters im Tal liegt ein kleiner Weiler, in dem eine Herberge zur Rast einlädt. Von dort führt übrigens auch ein kleiner Pfad hinauf zum Kloster. Den bin ich aber noch nicht beschritten. Hm, das ist übel. Die Streitmacht der Orks befindet sich also zwischen uns und dem Kloster. Alleine werden wir nichts gegen sie ausrichten können. Vielleicht müssen wir den Umweg über diesen Weiler im Dorf nehmen und dort auf Unterstützung hoffen. Schau mich nicht so an, Brendel. Ich weiß selbst, wie verzweifelt sich das anhört. Ich sag doch gar nichts. Meine Waffe spricht von alleine. Okay, dann gucken wir zuerst mal auf die Map. Moment, da. Aha, das sind die Umrisse, an die sie sich erinnern kann. Ob sie wirklich stimmen? Abwarten. Da sollen wir sie hin, aber wir werden wohl erstmal hier rumgehen. Und dann schauen, ob hier irgendwo noch ein Dorf ist, wovon die geredet haben. Ist die Frage, ist das auf Zeit? Wir haben, denke ich mal, einen Zusatzspeicherstand. Nein, okay, dann speichern wir auf jeden Fall Mission 14. Und gehen als erstes bei uns rein. Was sollen wir steigern? Eigenschaften. Noch mehr Körperkraft? Geht das? Boah, wir können es auf 21 machen. Wahnsinn. Du gehst auch schon super. Du brauchst eigentlich da nicht mehr. Höchstens Konstitution, damit wir Bluten und so haben, ne? Wunschwelle ist dann besser. Aber 7 ist schon recht gut. Und auf 15 wird das nichts ändern, es sei denn, die runden das dann hoch. Machen wir mal die Körperkraft auf 21. Schauen wir mal bei den Kampffertigkeiten. Das machen wir auf 23. Können es noch auf 24 bringen. Gut. Das werden wir auch tun. Sonderfertigkeiten ist eigentlich in Ordnung. Das sollte es bei dir gewesen sein. Gehen wir mal zum Zwerg. Also da müssen wir eigentlich die Kampfwerte so hoch wie möglich machen. Der ist auf 20 mit maximal. Das heißt, wir haben auf Körperkraft 17. Wie sieht es bei den Sonderfertigkeiten aus?
Könnten wir mal so machen, dann kannst du jetzt auch die dicken Rüstungen ohne Behinderung tragen. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Oh, das nehmen wir in Kauf, würde ich sagen. Eigenschaften, vielleicht noch einmal Körperkraft. Ah, reicht nicht ganz. Okay, das sparen wir uns aber für die Körperkraft auf jeden Fall auf. Wir könnten Gewandtheit nehmen. Würde mir einen Punkt ein Feld mehr bringen. Bewegungsreichweite, Gewandtheit minus 4. Ja, wir würden einen Punkt kriegen in Gewandtheit. Den nehmen wir mit rein. Dann war es das auch bei dir. Gehen wir zu unserer Lieblingselfe. Fernkampf noch mehr steigern. Wir treffen sowieso eigentlich immer. Was ist bei den Sonderfertigkeiten? Da haben wir alle. Zauber könnten wir verbessern. Grundwerte. Bisschen Lebensenergie, aber das macht nicht viel aus. Wenn du getroffen wirst, bist du sowieso im Arsch. Magieresistenz wäre natürlich nicht schlecht. Das mal irgendwann total hoch zu powern. Grundwerte hat man gerade. Eigenschaften. Gewandtheit wäre interessant. Kampffertigkeiten. Er weiß, wie sich das errechnet. Wir setzen das. Ah, das geht nicht mehr höher. Maximalwert. Was brauchen wir dafür? Intuition haben wir auf 15. Fingerfertigkeit, dann geht auch die Waffe nicht kaputt. So, das ist, glaube ich, ganz gut. Schauen wir bei dir rein. Nahema. Sonderfertigkeiten. Steigern. Sonderfertigkeiten. Meisterparade. Meisterparade ist eine Kampfaktion mit Ansage. Der Ansage wäre kein Blablabla. Also das können wir dann besser parieren, ja. Brauchen wir nicht. Zauberfertigkeiten. Da können wir natürlich noch was machen. Der Balsam hat manchmal nicht geklappt, ne? Das wäre natürlich nicht schlecht. Aber ich überlege gerade, ob ich nicht ganz viel Astralenergie gebe, um richtig viel zu haben. Wonach ist das bemessen? Plus Steigerung. Kann um bis zu Charisma 14 erhöht werden. Okay, also mehr Charisma, desto mehr da auch möglich. Magieresistenz. Leicht oder schwer zu verzaubern. Ist die Frage, nehme ich auch Schaden dann durch Ignifaxius und Fulminictus? Kann ich den abwenden? Ich glaube, das geht nämlich nicht. Obwohl Fulminictus vielleicht schon, aber Ignifaxius glaube ich nicht. Okay, dann sollten wir... Mein Gott, das ist total unwichtig eigentlich. Du parierst sowieso nichts. Du parierst sowieso nichts, glaube ich. Zauberfertigkeit. Der geht nicht höher. Sollte auch reichen mit 17 eigentlich, ne? Bringen wir den Balsam mal höher, damit der auch gut klappt. Auch auf 17. Skeletarius können wir uns irgendwann mal anschauen. Wenn wir wenig Leute sind, könnte das sinnvoll sein. Aber da wir momentan eigentlich... Obwohl, wir sind wenig Leute, wir sind momentan gar keiner. Ja, machen wir mal rein, warum nicht? Dann können wir ihn schon. Ach so. Moment mal, habe ich bei dir eigentlich geguckt wegen Gegenständen? Was hast du denn eingesammelt? Ah, das habe ich vergessen gehabt im letzten Video. Okay, die Magierin hat jede Menge Kram. Und zwar ganz viele Kettenmäntel. Die sind auch echt gut. Die LG sind ein bisschen schwächer als der normale. Okay,
Die könnten wir abgeben an die beiden natürlich. Lederharnisch. Das ist was für Feyaria. Okay. Aber die sollten trotzdem mit dem, was sie jetzt haben, erstmal weiterkämpfen, glaube ich. Ja, so machen wir es auch. Und dann speichern wir nochmal, damit wir das nicht neu machen müssen. Mission 14 überschreiben. Und schauen wir uns ein wenig um. Wir sind ganz rechts oben, es geht nicht weiter hoch. Und werden ein wenig mal hoch. Wo sind wir jetzt gelandet? Da bitte hin. Dankeschön. Und rennen einfach mal los. Gehen mal drei Felder. Und zaubere den, bitteschön. Dankeschön. Da brennt ein Dorf. Was ist denn hier los? Psst, ihr da! Kommt mal runter von dem Weg! Oh, klar. Die Orks haben wohl euer Haus niedergemacht. Es wird euch kein Trost sein, aber da seid ihr nicht der Erste. Kann ich mir denken. Die Schwarzpelze sind mit einer ganzen Kolonne Ramböcke und Katapulte vor gut einer Stunde erst hier durchgezogen. Wenn ihr nicht aufpasst, lauft ihr ihnen geradewegs in den Rücken. Ich habe mich in einer Höhle vor ihnen versteckt. Sonst würde ich jetzt nicht mehr vor euch stehen. Bin gespannt, ob sie es auf das Kloster abgesehen haben. Oder nach Greifenfort weiterziehen. So oder so müssen wir den Einhalt gebieten. Besser früher als später. Aber wir sind nur vier und brauchen Kämpfer. Wie sieht es im Kloster aus? Sind dort Bannstrahler oder Wachen stationiert? Wo denkt ihr hin? Die Mönche leben wie Eremiten. Die wenigen können vielleicht gerade mal die Schutztürme besetzen. Wollt ihr euch selbst ein Bild davon machen? Hinter mir am Ende der Höhle führt ein Fluchtweg bis in die Krypta des Klosters. Den könnt ihr gerne benutzen. Die Mönche sind euch sicherlich dankbar. Ein Gang durch den Fels? Wunderbar! Ich gehe da durch und helfe denen im Kloster bei der Verteidigung. Feyaria, so ein Tunnel ist nichts für euch. Nahema, euch sehen sie womöglich nicht so gerne in ihren Gemäuern. Vielleicht geht ihr beide lieber hinten rum zum Weiler und sucht dort nach den Streitern für unsere Sache. Tom, kommst du mit mir oder gehst du mit den beiden? Das will gut überlegt sein, Brendel. Interessant. Das heißt, wir trennen uns jetzt. Ach, macht doch, was ihr wollt. Auf dem Weg nach Süden folge ich euch gerne, denn hier hält mich nichts mehr. Folgst du uns durch das Kloster, den Fluchttunnel in das Kloster? Auf keinen Fall. Ich bin nur ein Bauer. Gemein wie ich, ist mir es strengstens verboten, den Fluchttunnel zu benutzen. Ihr Helden mögt euch in Anbetracht der Situation des Klosters über diese Weisung hinwegzusetzen. Aber wenn wir die Orkenbrut überleben, will ich mein Haus wieder aufbauen und keinen Ärger mit den Menschen fürchten müssen. Genug gefaselt. Lasst uns zur Tat schreiten und den Schwarzpelzen zeigen, dass sie hier im Finsterkamm nichts verloren haben. So, wenn ich das richtig verstehe, will der Zwerg da alleine durch. Ich könnte ihn begleiten oder ich muss mit denen gehen, weil die drei gehen nicht da lang. Jetzt hoffe ich nicht, dass das so irgendwie gemacht ist, dass die sterben können, die Helden. Das wäre natürlich jetzt übel. Ich denke, der Zwerg ist recht sicher, wenn er da drin ist. Aber die brauchen eine Begleitung. Ich habe jetzt erst gedacht, jetzt habe ich so eine Entscheidung. Das heißt, ich gehe mit und dann geht es da irgendwie weiter. Und die anderen beiden sind einfach weg. Dass wir die nicht mehr sehen. Oder genau umgekehrt. Aber ich spiele sie ja weiter. Das heißt, ich kann auch dem Zwerg sagen, nö, geh da nicht durch, wir gehen da lang. Ja, da muss man überlegen. Das ist auf jeden Fall eine gute Stelle zu safen. So, überschreibt den mal. Immer noch Runde 1, aber heißt ja nichts. Und dann rennen wir jetzt einfach mal querbeet und schauen, was passiert. Wir haben jemanden, der was bauen kann. Der aber nicht da reingehen will. Mal gucken, ob es trotzdem klappt. Alle Einheiten aktiviert. Ein Heiltrank, ein Zehner. Next round. Der sagt, er geht da nicht rein. Macht er aber trotzdem. Ah, und hier ist auch direkt schon Sense. Wenn wir da durchgehen, sind wir sehr wahrscheinlich irgendwo in dem Kloster drin. Was liegt denn da Schönes? Ein Heiltrank, Zehner. Ja, und dann haben wir eine Belagerungsschlacht natürlich. Aber sehr wahrscheinlich können wir von zwei Wegen gehen
Und wenn wir hier unten irgendwas haben, können wir von zwei Seiten sie angreifen. Schauen wir mal weiter. Was gibt's denn noch hier? Da liegt ein 30er Heiltrank. Ja, den kannst du ruhig einsacken, warum nicht? Den Zwerg schicken wir da auch durch, so wie er das gesagt hat. Die Fiole und den Heiltrank kannst du nehmen. Next round. Ah, das ist auch blöd. Ja, dann lassen wir lieber mal die Elfe gehen. Die wissen, wo es lang geht und du das weiter vorstürmen. Haben wir wieder ein Grofei, was unheimlich viel wiegt. Da unten ist ein Ork. Ich liebe Tom. Hätte ich trotzdem mit dem anderen auch reingehen können? Keine Ahnung. Wir haben auch kein Geld momentan. Ist ja auch ein Problem. Entschuldigung. Also der kann jetzt nichts bauen. Nicht genug Gold. Wir müssen erstmal Geld finden. So, schauen wir mal, was hier an der Höhle ist. Aha, eine kleine Höhle voller Spinnen. Und ein paar Heiltränke. Oh, ein dreckiges Katapult. Puh, ich hoffe, das Katapult greift jetzt nicht an. Wollen wir stark hoffen. Doch, es kommt näher. Sollten wir definitiv erst das Katapult töten. Sehr gut. Was war das? Ein Grufer, ja, ja. Hoffentlich kommen die Spinnen raus. Es kann auch sein, dass wir uns jetzt einfach entscheiden müssen an der Stelle. Das heißt, der Zwerg geht rein, weil sobald wir einen reingehen lassen, sind alle Truppen da. Könnte auch sein, dass das so gemacht ist. Wenn wir dahin gehen, haben wir die Abkürzung, sind direkt drin, kriegen Ärger vielleicht auch nochmal später. Oder wir gehen außen rum und greifen die an. Ich sollte nochmal ein Testo anlegen. Nehmen wir den. So, schauen wir mal, was passiert. Um durch den Tunnel in die Höhle zurückzugelangen, muss einer von uns Helden nur das Feld zwischen den beiden Tempelbauten betreten. Sollten die Orks beide Tempelbauten zerstören, ist das Kloster verloren. Woher kommt ihr so plötzlich her? Durch einen Fluchttunnel, der in der Krypta endete. Keine Bange, ich stelle keine Gefahr für euch dar. Im Gegenteil, ich möchte euch helfen. Mein Name ist Brendel. Orks bereiten einen Angriff auf euer Kloster vor. Sie rücken mit Rammböcken und Katapulten heran und werden versuchen, die Mauern niederzureißen. Lasst euch helfen. Ich kann eure Verteidigung organisieren. Bei Prarius, den höchsten aller 12 Götter, womit haben wir das verdient? Immer und immer wieder stellt er uns auf die Probe. Das heißt, die wussten, der nächste hat noch keine Schlacht begonnen. Das ist schon mal interessant. Das heißt, hätte ich lange gewartet, da reinzugehen, könnte es sein, dass das so programmiert ist, dass die
ja, sich nicht mehr verteidigen können schnell genug und vielleicht schon die Festungsmauern angegriffen werden. Immer und immer wieder stellt er uns auf die Probe, diesen niederen Geschöpfen aus der nördlichen Steppe zu trotzen. Aber was nützt alles Klagen? Brendel, helft uns, die Feinde Prarios und aller ehrfürchtigen Menschen zurückzuschlagen. Okay, das Gute ist schon mal, wir kriegen Geld. Deswegen sollten wir wohl auch schnellstmöglich hier rein, da wir hier Truppen organisieren können. Das ist gut. Außerdem gibt es hier Ressourcen. Heiltränke, zwar nur 10er, 150 Gold, das ist sehr gut. Und Heiltrank. Mhm. Was haben wir hier? Wähle eine Einheit. Wähle eine Einheit? Wie wähle eine Einheit? Was können wir mit den Teilen machen? Keine Ahnung. Wir haben einen, der was bauen kann. Okay, da sind wir. Da ist wieder ein Heiltrank, okay. Du gehst direkt mal auf das Feld. Es ist natürlich schlecht, dass die uns, wenn sie hier kommen, erwischen können. Wir sollten die irgendwie aufhalten, aber hier sind ja zwei Türme. Was hier ist, sieht kein Mensch. Das ist schade. Das ist eine große Fläche, die wir beschützen sollen. Nicht ohne. Hier können wir Einheiten produzieren, sobald wir Geld haben. Da genau dasselbe. Puh. Puh, kann ich da nur sagen. Das ist übel. Und was das Schlimmste ist, mir bringen die ganzen vielen Türme, sind zwar cool, dass wir sie haben, haben aber ein Problem, dass wir... Oh, die sind auch schon da. Die sind ja schon da. Wir haben das Problem, dass die... Wenn die Katapulte haben, dass die so weit nicht schießen können, dann bringt mir nämlich gar nichts. Gegen die ist das ja ganz nett. Die Ramböcke sind kein Problem. Das heißt, wir könnten die jetzt nachschicken. Das ist halt jetzt auch echt die Frage, ob wir das tun sollten. Next round. Sonst laden wir nämlich neu. Die wollen alle angreifen, die Schweine. So, wir kriegen 45 Gold jede Runde. Das ist schon mal nicht schlecht. Das da unten ist natürlich ein Problem. Besonders das Katapult. Aber hier kommt auch gerade ein Problem auf uns zu. Giftet. Mist. Okay. Warten wir mal kurz ab. Nahema nachschicken. Das muss ja noch irgendeinen Vorteil haben, wenn wir hier runtergehen. Abgesehen von den paar Klingen und den bisschen Tränken. So, dann schnappt ihr direkt mal das Gold. Sehr gut. Ja gut, dann brauche ich auch den Heiltrank, warum nicht? Ah, die werden den ganzen Weg bis nach da oben gehen und werden dann als Fernkämpfer auf ihn draufhauen, vermute ich stark. Wir können aber schon was bauen jetzt. Wir können Truppen bauen. Was könnt ihr? Ihr könnt nichts bauen. Aber damit kann ich einen normalen Bürger bauen, ne? Oder wie war das? War das nicht hier drüber? Nee. Wir brauchen irgendwie so ein Haus. Das haben wir aber nicht. Könnte ich von denen noch einen bauen? Das haben wir alles schon, ja. Okay, ihr produziert weiter. Wir könnten ein paar Fernkämpfer, da wir hinter Mauern sind, bauen.
vielleicht nicht schlecht. So, zwei Bogenschützen haben wir. Immerhin. Du kannst von da nicht treffen, oder? Nee. Schade. Ja, wir lassen dich mal da stehen erstmal. Wenn zu viele voranrücken, dann müssen wir darüber gehen. Und sagen nächste Runde. Schauen, was das Katapult da unten macht und der Bogenschütze. Ja, das ist ein Problem. Das Katapult schießt bestimmt, ne? Nein, schießt nicht. Seltsam. Puh, ist uns recht. Ist uns vollkommen recht. Ich kann zurückschlagen jetzt leider. Falsch geklickt. Achso. Ich glaube, wir machen mal einen Break an der Stelle. Bis demnächst. Euer Chojin.